Unfair, unfair, unfair! Jetzt erzähl einfach weiter! Wie weiter erzählen? Die Geschichte von Noah! Du sollst sie weiter erzählen! Na gut. Oh, hallo Kinder! Hallo! Guck, die sind auch schon da! Na gut, wir sind ja in der nächsten Folge, da kann ich die Geschichte von Noah auch weiter erzählen. Na los, jetzt schon! Wo waren wir stehen geblieben? Gott hat sich die Erde angeguckt. Ah ja, genau. Gott hat sich die ganze Erde angeguckt. Und alle Menschen waren schlecht. Richtig, hast du gut erinnert. Alle Menschen waren schlecht. Außer Noah. Ja, außer Noah. Und wieso war der nicht schlecht? Naja, wir lesen über Noah. Noah war ein frommer Mann. Was heißt denn das schon wieder? Fromm. Fromm heißt, er hat an Gott geglaubt. Wie? Aber es glauben doch ganz viele Menschen an Gott. Ja, aber viele Menschen sagen nur, dass sie an Gott glauben, aber sie leben so, als würde es ihn nicht geben. Und bei Noah war das anders? Bei Noah war das anders. Der hat an Gott geglaubt und der hat auch so gelebt. Und war da noch was? Ja, dann stand, Noah war tadellos. Was heißt denn das, tadellos? Hat er in der Schule keinen Tadel bekommen? Nee, das hat mit der Schule nicht so viel zu tun, aber es ist so ähnlich. Wie ähnlich? Wenn du dich in der Schule ordentlich benimmst, dann bekommst du ja keinen Tadel. Ah, wenn ich also niemanden schlage und nicht abschreibe, und dann bekomme ich keinen Tadel. Genau. Und so ähnlich ist das auch im Leben mit Gott. Wenn du das tust, was Gott möchte, wenn du dich an seine Regeln hältst, dann heißt es auch über dich, du bist untadelig. Oh, okay, da muss ich noch ein bisschen besser werden. Mhm, ja, das müssen wir alle. Aber das können wir auch nur mit Gottes Hilfe. Ja, das war's dann? Jetzt seid Noah gut genug? Jetzt noch nicht. Also er war fromm, er war tadellos und das Dritte steht, er wandelte mit Gott. Oh, das hat Henoch doch auch gemacht. Genau, das hat Henoch auch gemacht. Aber Noah ist ja nicht zu Gott gegangen. Gott hat ihn nicht nach Hause geholt. Ja, stimmt. Henoch wandelte mit Gott und Gott hat ihn nach Hause genommen, zu sich, aber bei Noah nicht. Warum denn das? Naja, Gott wollte einen Neustart machen mit der Erde. Wie Neustart? Hab doch gesagt. Gott hat gesagt, jetzt reicht's, jetzt machen wir mal was anderes. Oh, und was hat Gott gemacht? Gott hat sich die Erde angeguckt und dass er gesehen hat, dass alle Menschen schlecht waren, außer Noah, da hat er gesagt, ich werde einen Neuanfang machen. Wie Neuanfang? Wollt ihr die ganze Erde neu erschaffen? Nee, so nicht. Aber Gott hat gesagt, ich werde die ganze Erde überfluten. Mit Wasser? Ja, mit Wasser. Die ganze Erde? Die ganze Erde. Oh nein! Oh nein. Ja, aber Gott hat gesagt, Gott hat gesehen, dass die Menschen so schlecht waren, die haben sich gegenseitig umgebracht, die haben sich gegenseitig geschlagen. Das war alles nicht so schön. Und hat Gott gesagt, nee, ich muss neu anfangen. Wir probieren es mal. Und nur mit Noah? Nicht nur mit Noah. Noah hatte 3 Söhne und die Söhne waren auch schon so alt, die waren verheiratet und Noahs Frau auch. Also 8 Leute wollte Gott retten. Oh, und wie hat er das gemacht? Hat er Noah zu sich nach Hause geholt und dann abgewartet, bis die Erde unter Wasser war. So nicht ganz. Nur hat Gott gesagt, Noah, bau eine Arche. Eine Arche? Was ist das? Eine Arche ist sowas wie ein Schiff und das sollte ein großes Schiff sein. Wie groß sollte das denn sein? Na, so groß, dass alle Tiere da reingepasst haben. Wie? Alle Tiere? Alle? Na, nicht ganz alle, sondern von jedem Tier ein Mann und eine Frau, also ein Männchen und ein Weibchen. Ah, aber das sind ja ganz, ganz viele Tiere. Mhm. Hat er auch die Tiger mitgenommen? Mhm, bestimmt. Und die Schildkröten? Ja. Hunde? Mhm. Katzen? Ja, bestimmt. Ganz viele. Von jedem Tier ein Männchen und ein Weibchen. Oh, okay. Und ja, dann sollte Noah diese Arche bauen. Wie groß ist die denn gewesen? Wie groß? Wie soll ich es beschreiben? Größer als ein Haus. Wie? So groß wie ein Haus? Nee, größer. Weißt du, wie groß ein Fußballfeld ist? Ja, das ist riesig, riesig. Mhm. Und die Arche war viel länger. Naja, was ist viel länger? War aber länger als ein Fußballfeld. So lang? Mhm. Und dann war sie noch ein bisschen breit und auch 3 Stockwerke hoch. Oh, da passen ja ganz viele Menschen rein. Mhm.
In so ein Fußballstadion, je nachdem, wie groß das ist, passen so 20.000 bis 50.000 Menschen rein. Aber in die Arche mussten ja ganz, ganz viele Tiere rein. Ja, alle, alle, alle. Von jedem ein Männchen und ein Weibchen. Und wenn man alle Tiere zusammenzählt, Kinder, wie viele Tiere kennt ihr? Wie viel kennst du? Hunde, Katzen, Vögel, Giraffen, Elefanten. Diese und noch viel mehr. Die mussten alle reinpassen. Okay, und dann? Naja, dann hat Noah angefangen zu bauen. Und das hat bestimmt lange gedauert. Bestimmt 2 Tage. Oh, ich glaube, es hat ein bisschen länger gedauert als 2 Tage. 7 Tage? Ich glaube auch ein bisschen länger als 7 Tage. Wie lang denn dann? Naja, wenn du dir die Bibel anschaust, das Kapitel 6 und die ganzen Kapitel drumherum, dann hat Noah wahrscheinlich über 1 Jahr dran gebaut. 1 Jahr? Ja. Wieso denn das? Wieso so lange? Naja, denk dran, Noah hat ja nicht nur am Schiff gebaut, an der Arche, sondern er musste ja auch für sich das Essen zubereiten und dann Acker musste er bebauen und Schafe züchten und dann, er musste ja auch den Tag überleben. Oh, stimmt. Gott hat ja nicht nur gesagt, bau die Arche und dann passt das alles, sondern Noah, schau auch zu, dass genug Essen da ist für dich und für die Tiere. Ja, genau. Ohne Essen ist das doof. Ohne Essen ist das doof. Ja, und das hat Noah gemacht und hat, wenn man alles so guckt, ungefähr 100 Jahre an der Arche gebaut. 100 Jahre? 100 Jahre. So lange. Das ist ja älter als du. Du bist ja 35. Ja, das musst du jetzt nicht allen verraten. Ja, aber 100 Jahre. Oh, oh. Ja, genau. 100 Jahre. Und dann hat Gott gesagt, als es soweit war, Noah, geh in die Arche. Und das sind die Tieren. Sind die auch da reingegangen? Naja, ich denke schon. Gott hat die Tiere bestimmt zu Noah geschickt und dann sind sie da so alle in die Arche reingegangen. Okay. Und dann hat Gott gesagt, Noah, geh rein. Es wird regnen und es wird lange regnen. Wie lange denn das? 40 Tage hat es geregnet. 40? So lange? Ja, aber das ist dann... Naja, 40 Tage hat es geregnet und dann stand die ganze Welt unter Wasser. Die ganze Welt? Auch die Spielplätze? Auch die Spielplätze. Und die Häuser? Und die Häuser, alles war unter Wasser. Und die Berge? Die Berge auch. Alle Berge? Oh nein! Oh nein. Wieso denn das? Ja, Gott hat gesagt, weil alle Menschen so schlecht waren, deswegen musste er immer alle bestrafen. Oh nein! Genau, oh nein. 40 Tage hat es geregnet und Noah saß drin in der Arche und hörte nur so platsch, 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 platsch. Wie wenn es regnet. Und dann? Naja, dann hat es irgendwann aufgehört zu regnen, aber das Wasser war ja noch da. Oh nein, was dann? Dann musste er warten. Dann fing die Zeit des Wartens an. Und dann hat er geguckt, wie einer aus dem Fenster... Ne, da ist auch noch Wasser. Müssen abwarten. Ist immer noch Wasser. Abwarten. Wie lange ging das denn? Gute Frage. Aber er hat irgendwann einen Raben rausgeschickt. Der sollte mal gucken, was da ist. Wie sollte mal gucken? Naja, der Rabe sollte rausfliegen und dann gucken, gibt es da irgendwo eine Stelle, wo das Wasser schon weg ist. Ist das Wasser schon so weit gesunken? Und dann? Passierte nichts. Der Rabe kam nicht. Oh nein! Naja, Noah hat gesagt, ja, nicht gut. Dann warte ich noch ein bisschen. Noch ein bisschen? Hat er noch gewartet. Und dann? Dann hat er eine Taube rausgeschickt. Eine Taube? Okay. Naja, die ist dann rausgeflogen und die kam dann irgendwann zurück. Die kam irgendwann zurück. Okay, das ist gut. Ja, das ist gut, vor allem weil die Taube einen Zweig mitgebracht hatte. Was denn für einen Zweig? Ein Ölzweig. Ein Ölzweig? Du willst dich doch veräppeln. Nein, ich will dich nicht veräppeln. Öl, das nimmt man doch zum Braten. Nein, nicht so ein Öl. Ölzweig von einem Ölbaum. Ach, von einem Baum. Von einem Baum. Du willst dich nicht veräppeln. Nein, ich will dich nicht veräppeln. Naja, der Ölzweig hieß dann,
da ist irgendwo schon Grünzeug, das Wasser ist schon gesunken und es geht bald vorbei. Und dann? Naja, dann hat Noah gewartet, bis Gott irgendwann gesagt hatte, Noah, jetzt kannst du die Tür aufmachen. Oh, und dann nur das Wasser weg. Ja, dann war das Wasser weg. Wie lange hat er denn gewartet? Oh, wie lange hat er gewartet? Ich glaube, insgesamt hat er 1 Jahr und 11 Tage gewartet. Was? Ja. So lange? Mhm. 1 Jahr und 11 Tage. Von Anfang bis zum Ende? Vom Anfang bis zum Ende. Vom Anfang, als es angefangen hat zu regnen, bis zum Ende, als das Wasser weg war. 1 Jahr und 11 Tage. 1 Jahr und 11 Tage. Genau. Oh Mann, und was haben sie dann gemacht? Dann sind sie rausgegangen, haben alle Tiere rausgelassen und Noah hat Gott ein Opfer gebracht. Ein Opfer? Was ist denn das? Naja, sowas Ähnliches wie Kain und Abel schon mal gemacht haben. Er hat ein Tier auf einen Altar gelegt, hat einen Altar gebaut und dann hat er das Gott geopfert, hat er verbrannt. Oh nein, das arme Tier. Das arme Tier. Aber Noah wollte sich bei Gott bedanken, dass er beschützt wurde und dass er jetzt wieder auf festen Boden gehen kann. Oh. Und Gott hat gesagt, jetzt ist alles gut? Oh, Gott hat mehr gesagt, als jetzt ist alles gut. Gott hat gesagt, weißt du, Noah, ich sehe, dass im Herz des Menschen ist es böse und da kommt das Böse immer raus. Ich will die Erde nicht nochmal kaputt machen wegen den Menschen. Oh, das ist gut. Hm. Und weißt du was? Gott hat uns sogar ein Versprechen gegeben. Was für ein Versprechen denn? Naja, Gott hat uns den Regenbogen gegeben und hat gesagt, dieser Regenbogen ist ein Zeichen. Ein Zeichen? Wofür denn das? Ein Zeichen dafür, dass ich niemals wieder diese Erde überschwemmen werde, so wie zu deiner Zeit, Noah. Ah, okay. Und jedes Mal, wenn wir den Regenbogen sehen, dürfen wir dann denken, dass Gott die Erde nicht überfluten wird. Genau. Jedes Mal, wenn wir den Regenbogen sehen, dürfen wir uns dann erinnern, Gott wird diese Erde niemals wieder überfluten. Das ist gut. Genau, das ist gut. Und darüber dürfen wir doch glücklich sein. Hm. Und selbst alle Krankheiten dieser Welt, alles Schlechte in dieser Welt, wird Gott nicht hart davon abhalten, auf uns aufzupassen. Hm. Das ist gut. Gott passt auch jetzt auf uns auf. Ja? Jetzt in Zeiten von Corona, wenn wir alleine sind oder wenn andere Leute krank sind. Gott ist da und passt auf uns auf. Oh. Und Gott wird auch dafür sorgen, dass wir nicht alle sterben werden. Ja? Er passt auf uns auf und auf ihn dürfen wir vertrauen, Kinder. Ja, das ist gut. Das wollen wir machen. Das wollen wir machen. Oh, Jack, vielleicht sollte man noch eine Sache verraten, jetzt wo wir am Ende sind. Was denn? Wie was denn? Das, was wir gestern gemacht haben. Das, was wir gestern gemacht haben. Ja, jetzt sag das mal den Kindern. Ich habe eine neue E-Mail-Adresse. Jack hat eine E-Mail-Adresse. Und wie heißt die? Wie heißt sie? jack@andrejew.de. Ja, genau. Die ist es. Wenn ihr Fragen an Jack habt, dürft ihr uns gerne schreiben. Ja, macht das mal. Ich bin gespannt, was ihr, wie es euch so geht und was ihr so denkt. Ja, schreibt uns mal irgendwas, wenn ihr eine Frage an Jack habt oder wenn ihr irgendwas Freundliches sagen wollt, wenn ihr uns grüßen wollt. Dürft ihr gerne machen. Gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.